Nein. Und somit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Cited99 und begrüße euch hier bei Wreckfest. Wir gehen hier in den zweiten Teil rein. Schauen wir mal weiter in der Karriere, was wir so machen können. Wir haben hier einmal das Banger Racing Saisoneröffnung. Schnapp dir deine madigste Kiste und richte bei einem Banger-Rennen Wochenende mit 3 Läufen und jeder Menge zu Zerstörungsmonster aufgemotzten Karren möglichst viele Verwüstungen an, um zu gewinnen. Was du auch tust, fahr schnell dabei und stirb zuletzt. Also haben wir hier noch die fiese Maschine. Du hast dich auf dieser Strecke bewiesen und jetzt will ein fieser Banger-Rennfahrer einem Grünschnabel zeigen, wie es läuft und fordert dich zu einem Duell bei Sonnenuntergang auf. Schlage den großspurigen Typen und sein Klassiker-Karre gehört dir. Dann haben wir hier noch den Schmutzfingen. Extrem Racing. Bei diesen türkischen Demolierungsrennen Wochenende kannst du zeigen, was du drauf hast. 3 Läufe auf derselben Strecke sind zu absolvieren. Nur die härtesten schaffen es im Finale. Steig ein in deine Schmutzkarre und lass es krachen. Den Schlammschlammer haben wir. Motorsport Massaker. Macht dich bereit für Schlamm. Jubelnde Zuschauer und beißender Rauch aus heulenden Motoren, während die Wagen in einem Demolierungs-Smash-Up zerlegt werden. Ob groß oder klein, das Event ist typenoffen. Du kannst dich also auf Widerstand gefasst machen. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier den... Okay... Verursache mindestens 1500 Schaden, zerstören mindestens einen Gegner. Wir haben da oben eine runde Strecke. Also nehme ich an, das geht nur auf die Fresse. Dann gehen wir mal in die Panzerung. Und gucken, dass wir das Maximum an Panzerung rausholen können. 6,7 haben wir hier. 6,8, 7,2. Machen wir auf jeden Fall noch einen Käfig rein. Hier 7,9 und 7,9. Das haben wir hier ja schon alles. So, können wir hier noch was verbessern? Nö, da geht nix. Alles klar, da haben wir ja alles. Leute. Machen wir das hier. Oder? Ach komm, wir lassen hier einfach die Polizeilampen drauf. Dann wisst ihr auch, wer ich bin. Und ab geht's hier ins Event rein. Es heißt wohl, zerstören müssen wir. Uiuiui. Der Oberflächenschlange verursache mindestens 1500 Schaden, zerstöre mindestens einen Gegner. Alles klar, Leute, das sollten wir hinkriegen.
sind wir noch bei 95% Gesundheit, nenne ich jetzt mal. Ich glaube, wir haben unser Ziel schon erreicht. Noch einen demoliert. Oh, bleiben die hier nicht stehen. Dann fahren wir hier mal rückwärts rein. Wieder vorwärts in die Hütte. Also das läuft ja wie am Schnüren. Und noch einen demoliert. Lebt er noch? Sechs Gegner hier sind übrig. Wir haben jetzt einen Blechschadenpunkt erhalten. Jetzt blicke so langsam nicht mehr, wer noch hier mitfahrt. Hier, der fährt noch mit. Da. So, dann waren es nur noch drei. Sind wir hier noch bei 81%. Da vorne fährt noch einer rum. Oh, den haben wir verfehlt. Okay, der SUV hier ist auch noch voll gut beisammen. Und beendet, Leute. Also, ich gehe mal davon aus, dass ich das Ding jetzt auch, jawohl, 11 Stück haben wir demoliert. Sehr gut, sehr gut. Aber wir haben ja auch Düsen. Unsere Jeepass, die ich mir gekauft habe, wahrscheinlich zahlreiche Vorteile, Anteile. Nehmen an. Dann gehen wir jetzt ins Demolition Racing. Dann gehe ich jetzt auf jeden Fall mal Panzerung ein bisschen raus.
Ich will das hier ein bisschen mehr. Leistung haben. Hier die Alpen wieder dran. So, und ab geht die Fahrt. Tag starten. Ab ins Oval, Leute. Willkommen, Bloomfield Speedway Dirt Oval. Es wird schmutzig. Also das mit den drei Rennen starten. Ich meine, dann müssen wir uns hier ein bisschen so eine Art qualifizieren wahrscheinlich. Okay, echt. Echt ein kleiner Roman. Kobayashi ist Sieger. So, dann haben wir die erste Session haben wir absolviert, sind in der zweiten drin. Verursacht war die beste Runde und verursache mindestens 500 Schaden. Wieder drei Runden. Kobayashi vor uns. In der letzten Runde drin. Und der Kobayashi ist wieder Sieger. Ich diesmal auf dem zweiten Platz. Beste Runde ist dann 14:55. Aber Kobayashi hat auch die zweite Runde gewonnen. Können wir hier tun, Federung. Können wir nichts machen und dann geht es jetzt ab ins Finale rein. Mitgegeben, Leute, das ist alles legitim. Dafür spielen wir Wreckfest. Neue Rivalen haben wir jetzt auch, aber das scheint ein bisschen weiter hinter uns zu sein. Sind in der letzten Runde auf Platz 2 zurückgekommen.
Aber den Sieg lassen wir uns hier nicht nehmen und werden hier Erster. Jawohl, aber die beste Zielzeit hat Broxas im Outlaw gefahren. Fast eine Sekunde schneller wie wir. Sehr schön, haben wir Bonusziele nur eins geschafft, also die schnellste Rundenzeit an uns gefehlt. So, wir haben jetzt 15 Minuten, dann können wir hier noch in das Banger Racing reingehen. Da gehen wir hier, Saisoneröffnung. Und wir gehen hier rein. Fahrzeug nicht zugelassen. Warum ist das Fahrzeug nicht zugelassen? Und dann gehen wir hier mit dem Käfer an den Start. Werkstatt Upgrades. Tunen den hier ein bisschen. Panzerung. Warum ist es gut, ich mir scheißen komplett auf die Panzerung. Oh ja, so schön mittig raus. So, Motorhaube gibt es nichts anderes, Flügel. Nehmen wir den. Vorne hier noch eine schöne Liebe dran hier, denn. Nee, das machen wir hier oben drauf. Und die Pizza. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich eine Pizza bin. So, was geht's hier? Asphalt. Drei Runden, mehrere Läufe, alles klärchen. Dann wird das hier so sein. Und ab geht's mit unserem neuen Auto. Dann starten. Rennen starten. Bin mit Springer. Oh nee, das ist eine 8. Irgendwann trifft man sich hier. Zum Glück vorher noch beendet, sonst wäre es das gewesen wahrscheinlich. Und dann springen wir direkt hier ins zweite Rennen rein. Rennen starten von Startplatz 1. Thank you.
einen getroffen und dann sind wir in der letzten Runde. Und das zweite Rennen haben wir auch gewonnen. War auch nicht die beste Runde. Die beste Runde hat Triptor im Trister gemacht. Und dann geht es hier ins Finale rein. 6 Runden. So denke ich hier nochmal auf ein anderes Level interessant. Direkt 2 Plätze verloren. Nein. Wir auf nur noch auf 8. Position. So schnell kann es gehen und hier wieder eine Berührung. Sahne hat das Ding gewonnen. Wir kommen nur auf Platz 7 ins Ziel, Leute. Es gibt ein paar Credits, ein paar Punkte. Ein neues Auto haben wir freigeschaltet. Und somit geht es hier weiter. Endposition 7. Und dann fahre ich das hier noch schnell fertig. Runden 3, Startplatzgröße 2, Einzellauf. Meine Wagen. Und dann nehmen wir hier wieder die Cops auf jeden Fall. Fahren hier gegen Rouge. Die kann ich alle nicht nehmen. So. Wir müssen mit 50 Meter Vorsprung gewinnen, um das Bonusziel zu erhalten. Leute, drücken wir da um 3 Runden, beende das Rennen auf Position 2. Wir sind hier nur zu zweit. Thank you.
aber hier jetzt nicht so gesund. Dem haben wir es gezeigt. Dann haben wir hier das Rennen gewonnen, Leute. Müssen wir mal auf die Bonusziele erreicht haben, der Tagesziel erreicht, Position. Und bekommen wir das neue japanische Auto, den Trista. Alles klar, Leute. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Reinschauen. Bleibt sauber und vor allem gesund. Eure Streiter.